Killed Chaos. Yeah. Ich lasse mal von mir hören in Form eines kleinen Vlogs. Ich habe letzte Nacht eine wahnsinnig geile Pizza gegessen. Ich stehe irgendwie so drauf auf. Eine kleine Sache noch. Ich war Schlittenfahren. Davon zeige ich euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt. Wir spielen direkt mal wieder ein kompetitives Spiel. Ich bin aufgestiegen in Rang 2 in der Silberliga. Jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie als nächstes die Goldliga erreichen. Ne? In meinem Team ist der Ero und der Ude. Der Ude. Ricky Sanchez. Rick Sanchez. Schon wieder so ein Chances. Sanchez. Aber ich glaube, Sanchez ist auch so ein Name wie Müller. Kann das sein? Oh. Super. Ja, das war wirklich genial. Ach du Schande. Also wenn das jetzt ein Tor gegeben hätte, hätte ich es echt verdient, Mann. Ach du Scheiße, die blocken aber auch die ganzen Bälle. Du Dumpfbacke. Leute, was macht ihr denn um Himmels Willen? Idioten. Komm, wir stimmen mal ab, um aufzugeben. YouTube-Start-Acker, YouTube-Shit. Ja, endlich mal jemand, der auf meinen tollen Titel eingeht. Ich guck dann immer da wie so ein Doof. Nein, Kaios, das wäre ein Tor gewesen. Guter Schuss. Hat er gerade gesagt, guter Schuss? Leck mich am Arsch. Der will mich ärgern. Das ist echt zum Reiern. Ich brauche andere Kopfhörer. Die fallen mir vom Kopf, wenn ich mich aufrege. Nein! Scheiße. Ja. Da sind wieder die Sprüche. Oh mein Gott, ich liebe das so. Ich liebe das so, Leute, echt. Dieser Name, YouTube-Star, ne? Dieses Anhängsel, was ich mir dran gemacht habe. Habt ihr gerade gelesen, was da jemand geschrieben hat? I really hope you are streaming this on YouTube, so all your fans can see how shit you are. Ich mag das. Ich finde das so geil, wenn darauf Bezug genommen wird. Ich habe eine Karte gewonnen. Ich meine, die hätte man sich, glaube ich, auch kaufen können. Aber ich habe sie gewonnen. Und jetzt fahre ich dahin. Ja, bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich stelle mir so vor, hey, ja, cool, da sehe ich alle coolen anderen großen YouTuber, die alle genauso cool sind wie ich. Ich bin nominiert, und zwar in allen Kategorien. Auch beste ungewöhnliche Frau. Hat er mich gefragt, ob ich denn in der Kategorie Wow, it was just a prank, bro, nominiert bin. Und da gehen wir mal voll aus, ne? Auf jeden Fall. Du weißt gar nicht, wo ich die ganzen Preise hin tun soll hier bei mir. Puh, ich guck gleich mal. Ich guck mal. Vielleicht haben die eine Tüte, die sie mir mitgeben können. Bin natürlich falsch gefahren, trotz fucking Navi. Jetzt fahre ich gerade statt Richtung Düsseldorf, Richtung Dortmund. Scheiße! Weißt du, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe 24 Kilometer Umweg gemacht, war jetzt so kurz davor, da zu sein. Geht mein Navi aus und ich fahre wieder völlig in eine andere Richtung. Leck mir doch die Hose sauber. Ich kann es sich echt nicht verlassen. Steht immer noch, Route wird neu berechnet. Ich gebe dir gleich, Route wird neu berechnet. Inzwischen bin ich da und ich bin aus Versehen, also wirklich aus Versehen im VIP-Bereich gelandet. Keine Ahnung, man hat mich irgendwie so durchgewunken, wahrscheinlich weil ich so verdammt cool aussehe. Also nochmal zu so einem Webvideopreis würde ich gehen, auch, ja, habe ich eben schon gesagt, aber auch wenn ich nominiert würde. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Das war der Vlog vom Webvideopreis. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.